Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei Rohvegan am Limit. Heute geht es um das Thema Vitamin B12. Und zwar geht es für Vitamin B12, gibt es verschiedene Formen, ja. Da gibt es einmal das Methylcobalamin, also das mit einer CH3-Gruppe, das Hydroxy mit einer OH-Gruppe, das Sulfit mit einer SO3-Gruppe, Sulfat wäre SO4, und mit einer Cyan, also CN-Gruppe. Und die haben verschiedene Bioverfügbarkeit. Und da möchten wir heute mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Und zwar müssen wir erstmal gucken, Fleisch, ja. Wo befindet sich das meiste Vitamin B12? In der Leber. Also nehmen wir einfach mal Fleisch, gekauftes Leber. Und das liefert uns ungefähr zwischen 30 und 80 Mikrogramm Vitamin B12 auf 100 Gramm. Ja? Was vielleicht viele nicht wissen, sind diese Angaben natürlich erstmal so jetzt vermerkt. Aber was viele nicht wissen, beim Kochen gehen wieder 30%, 33% verloren. Genauso wie mit den Angaben über Omega-3 in Fleisch. Wenn ihr das Ganze erhitzt, dann habt ihr keine Omega-Fettsäuren-Cis mehr, sondern Transfettsäuren. Aber das ist auch wieder, das wird so natürlich nie erwähnt, ja. So, und was heißt das eigentlich bioverfügbarkeitstechnisch? Ja, jetzt müssen wir jetzt erstmal klären, was sagt die DGE denn eigentlich, ja. Also man sagt pro Tag, die Angaben sind jetzt pro Tag in Mikrogramm, und da wird ungefähr gesagt, in den USA 2,4 Mikrogramm pro Tag, für die EU ist 2,5 angesiedelt, die WHO sagt ebenfalls 2,4 und die DGE sagt 3,0. Was sagt denn jetzt die Medizin eigentlich dazu, beziehungsweise die Studien und so weiter? Und da müssen wir erstmal klären, dass 2 bis 5 Mikrogramm pro Tag Vitamin B12 ausgeschieden werden vom Körper. Ja, das heißt, es wird eher empfohlen, Minimum 6 Mikrogramm zu sich zu nehmen. Ja, war ein netter Versuch, DGE, vielleicht beim nächsten Mal dann. Ne? Und jetzt, was heißt das Ganze auf das Fleisch bezogen? Wenn wir jetzt mal Fleisch beziehen, dann gucken wir mal, Fleisch liefert ungefähr 300 Gramm 5,1 Mikrogramm. Vitamin B12, das sind immer noch nicht die 6 Gramm, die Minimum eigentlich empfohlen werden von wirklich Wissenschaftlern. Das heißt, sagen wir mal so ungefähr 400 Gramm. Dass die WHO aber bereits 50 Gramm Fleisch als krebserregend oder mit Krebs sozusagen in Verbindung gebracht wird, ja, deklariert hat, das ist natürlich völlig außer Acht. Also das korreliert, ich blende das hier mal ein. So, liebe Bild-Zeitung. Also, erstens, warum supplementiert man das dann nicht sofort eigentlich, das Vitamin B12, sondern warum gibt man die Supplemente den Tieren, um dann die Tiere zu essen? Das macht schon mal irgendwie keinen Sinn. Das nächst Sinnvollere wäre doch eigentlich, Pflanzen zu impfen damit, dass die Pflanzen das aufnehmen. Oder geht das überhaupt? Das kläre ich gleich noch im Video. Und dann den Tieren zu geben, damit sie es aufnehmen, um die bioverfügbare Art davon aufzunehmen. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Und warum isst man dann nicht vielleicht die Pflanzen, die letztendlich auch mit Kobalt sozusagen vorbehandelt worden sind oder kobalthaltige Böden haben, irgendwie sofort, also um den Vitamin B12-Bedarf zu decken? Das ist ja nichts anderes in dem Sinne. Ob ihr den Tieren jetzt die Supplemente gibt oder ob sie sie selbst nimmt. Ob ihr die Erstproduzenten nehmt an Vitamin B12, die Pflanzen, oder ob ihr die Pflanzen erst den Tieren gibt, dann das nochmal umgewandelt wird. Ihr wisst immer, Erstproduzent ist immer viel, viel effektiver natürlich als der zweite, wenn er schon mal durch den Körper gewandert ist. Und dann das noch zu erhitzen und dann nochmal 33% daran zu verlieren und dann es aufzunehmen und dann zu sagen, Pflanzen, das ist, pflanzliche Ernährung ist da gefährlich irgendwie. Ich weiß nicht, was gesünder ist für eure Frauen, wenn man sich anscheinend 400 Gramm Fleisch zuführen muss, das dann noch supplementiert worden ist. Sowieso, davon ist sowieso. Und das gesünder werden ist, als statt es irgendwie pflanzlich aufzunehmen, ist dann für mich. Aber gut, ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen, das ist alles viel zu unwissenschaftlich da. Gut, wir machen einfach mal weiter mit der Wissenschaft. Und zwar ist es so, dass die Absorptionsrate von Supplementen aber nur 2% ist, ja. Das ist gar nicht so cool, also hier blende ich auch nochmal zwei Studien dazu ein. Und das ist eben so, dass man sich vor Augen führen muss, dass es sich immer noch um Synthetisches handelt. Und das ist eben das Problem, finde ich, dass wenn man 98% Synthetik in seinem Körper nicht aufnehmen kann und das aber immer zu sich führt, ist das eine Dauerlösung?
Finde ich nicht. Ja. Deshalb ist es für mich, der erste Tipp für euch ist auf jeden Fall, sehr, sehr kleine Mengen davon zu sich zu führen, weil ihr wissen müsst, dass das sowieso nur 1,5 bis 2,5, verlinke ich auch unten, pro Mahlzeit überhaupt nur aufgenommen werden können an Vitamin B12, ja. Und deshalb muss man sich vor Augen führen, dass man gar nicht so viel zu sich führen kann. Warum dann über 1000 Mikrogramm, wie zum Beispiel diese Jarrow-Tabletten, halt zu sich führen? Das ist alles nicht so sinnvoll, ja. Mein zweiter Tipp ist auf jeden Fall, die Aufnahme von echten Lebensmitteln immer Vorrang zu gewähren, weil wie ihr zum Beispiel im Fleisch natürlich auch seht, ist es immer noch viel höherer Prozentsatz, der aufgenommen werden kann, selbst im Fleisch, wie über gegenüber Supplementen. Und deshalb ist es ja auch so, dass zum Beispiel Vitamin C ja auch aus einer Frucht ganz anders aufgenommen wird als synthetisch hergestellte Ascorbinsäure. Dazu habe ich übrigens auch ein Video, verlinke ich euch oben mal. Synthetische Vitamine gegen echte Vitamine. Und jetzt müssen wir einmal klären, was steckt denn eigentlich in Gemüse drin? Ja, und da ist letztendlich nur 0,1 Mikrogramm pro 100 Gramm. Das heißt wirklich nicht der Rede wert. Man müsste vielleicht 6 bis 10 Kilo davon essen. Das ist aber gar nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist aber jetzt, dass der Alkali Resistance Factor auch übrigens in Gemüse gefunden wird. Und das ist ein Indiz dafür, dass es sich um eine aktive Form von Vitamin B12 handelt, was natürlich auch im Fleisch gefunden worden ist, natürlich, weil es ja schon mal im Organismus sozusagen war. Aber in Pflanzen auch. Und das Schöne ist, jetzt wurde untersucht sozusagen, dass Brokkoli und Mungo-Rundsprossen dazu befähigt waren, Vitamin B12 anscheinend aufzunehmen, ja. Und da wurden natürlich auch Untersuchungen gemacht, und zwar in Gerste und in Spinatblättern später zum Beispiel. Oder in Spargel. Und da wurden die Blätter dann letztendlich später untersucht, und tatsächlich enthalten sie viel, viel mehr Vitamin B12. Und zwar, wie viel Vitamin B12 enthielten sie dann? Da wurde eine weitere Studie gemacht mit Sprossen. Und zwar mit Rettichsprossen. Aber das gilt auch für jede andere Form, ja. Wenn diese Pflanze es aufnimmt, in den Keimvorgang einleitet, Wasser sozusagen in die Zellen reinlässt, den Winterschlaf sozusagen einmal cuttet, dann ist es ganz normal, zwangsläufig damit, dass die Pflanze das aufnehmen wird, ja. Und es ist auf jeden Fall, wahrscheinlich gibt es ein paar, die dann ein bisschen mehr davon aufnehmen, ein bisschen weniger, aber alle Pflanzen nehmen es auch definitiv auf, und in Sprossenform. Und wie viel? Und zwar 170 Milligramm, Mikrogramm, ja, auf 100 Gramm. Das ist 2 bis 4 Mal so viel, wie die Leber enthält, das Vitamin B12 reichste Organ überhaupt, weil dort überhaupt gespeichert wird in den Pflanzen, in den Tieren, ja. Und das finde ich sehr, sehr schön auf jeden Fall zu wissen. Weil es ist so, dass man sich erstens um ein echtes Lebensmittel handelt, was das Vitamin B12 sozusagen dann enthält. Und zweitens muss es nicht erhitzt werden, weil es natürlich auch einfach so roh verzehrt werden kann, dass halt dadurch auch nochmal keine Verluste erzielt werden, ja. Und man kann letztendlich ist einfach so einweichen, ein paar Tropfen hinzufügen in das Einweichwasser. Deshalb immer nur so viel Einweichwasser benutzen, dass auch tatsächlich alles aufgesaugt ist. Benutzt nichts, wenn ihr einen Liter nimmt und dann vier Tropfen nur Vitamin B12, dann wird natürlich nicht alles aufgenommen. Und dann eben als Fazit weiter kann ich sagen, ergänzt sozusagen eure Ernährung damit, indem ihr eure Sprossenzucht erweitert und damit mit Vitamin B12 impft, die Sprossen. Und dann kleine Mengen nur davon zu euch führt auch. Ihr könnt natürlich auch noch weiter supplementieren und so weiter, aber lasst das bitte alles noch auch mal vom Arzt untersuchen. Das ist nur ein Tipp von mir, um die Bioverfügbarkeit auf jeden Fall zu erhöhen. Und dann halt über kleine Mengen den ganzen Tag verteilt, mal so ab und zu auf jede Mahlzeit so ein bisschen davon einstreuen, die Sprossen. Dann erhöht ihr auf jeden Fall auf eure Bioverfügbarkeit von Vitamin B12. Ja, das war's von mir wieder. Ein ganz kurzer Tipp quasi für euch. Kurzer Tipp. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder Rat geben und noch erzählen, was ihr noch nicht wusstet. Würde mich deshalb super über einen Daumen nach oben freuen. Teilt das Video sehr, sehr gerne. Und ich sag bis zum nächsten Mal, euer Rovegan am Limit. Ciao.